Okay. Bam! Flawless victory! Okay, auf zum letzten Hindernis. Hier, Pro-Tipp, immer Bauchsprung machen, weil sonst stolpert der und liegt viel zu lange am Boden. Mit Bauchsprung kommt man da immer viel schneller auf die Beine. Yippie! Erster! Awesome. Vielleicht können wir es gleich bei dem beobachten. Genau, wenn man nicht Bauchsprung macht, passiert das. Immer nervig. Immer Bauchsprung. Wenn man irgendwie auf Plattformen springt, die eine andere Neigung oder Geschwindigkeit haben, immer Bauchsprung. Das ist mein Pro-Tipp an euch. Dein eigenes Spiel ein Fallout mit Menschen, die zum Landsquid mutiert sind. Nee, das ist ein 2D-Plattformer. Ich glaube, also wisst ihr, wie das dann, wenn überhaupt jemals so ein Spiel entsteht, wie das dann wirklich wird, weiß ich überhaupt nicht. Aber das soll grundsätzlich sehr klassisch werden. Vom Gameplay her habe ich eher so Donkey Kong Country im Kopf. Mit handgezeichneten Grafiken, wie bei Hollow Knight zum Beispiel. Und mit vielen lustigen, putzigen Charakteren, wie zum Beispiel Shanti oder sowas. Aber da das erste ist, was ich jemals mache, wird es bestimmt crappy und nicht besonders gut. Da bin ich mir relativ sicher. Jeder muss mal irgendwo anfangen. Aber ich geb mein Bestes. Aber im Endeffekt ist so ein erstes Projekt, was man so mitkriegt und was man so hört, hauptsächlich dazu da, um die Fehler zu machen, die man dann im zweiten Projekt nicht mehr machen muss. Ich fange jetzt gleich an, hier Eier zu klauen. Was hole ich lang die Eier aus der Mitte? Ich überlasse es lieber den Gegnern, die Eier aus der Mitte zu holen, damit ich die dann zu mir in die Basis bringen kann. Vielleicht ist das die bessere Strategie. Ich brauche auch nicht so wählerisch zu sein. Ich nehme einfach alle Eier. Entschuldigung, mein Fehler. Ach. Mit Eiern in der Hand da hochzukommen ist aber wirklich gar nicht leicht. Oh oh, die Gelben stürmen gerade unsere Basis ganz schön. Ich glaube, da muss ich kurz ein bisschen wache stehen hier. Nix da, Eule. Unser Ei. Währenddessen klaut ein anderer ein Ei. Nein, der Blaue hat ein Goldei geklaut. Das geht ja mal gar nicht. Ah, ist schon wieder drin. Danke. Danke. Hab mir das Ei in die Hand gedrückt. Nein. Stehen bleiben. Nix da. Unser Ei. Ich bin der Eierwächter. Hey, du kannst mir nicht einfach auf den Kopf springen und mein Ei klauen. Arsch. Nein. Ich muss hier bleiben. Unser Ei. Da. Yeah. Auf was ich wirklich auch viel Bock hätte. Ich mache halt jetzt einen Plattformer, weil der einfach viel, viel leichter ist. Am einfachsten. Aber was ich sehr viel Bock hätte, was vielleicht dann, wenn ich mal erfolgreicher Indie-Developer bin, meine nächsten Projekte sind wahrscheinlich ein Fundraiser und ein rundenbasierendes Strategiespiel. Auch alles Projekte, die nicht zu groß sind. Man muss ja auch realistisch sein. Vielleicht, wenn ich das irgendwie hinkriege,
wenn mir irgendjemand dabei hilft oder ich irgendwie gut genug bin, dann vielleicht auch irgendwas prozedural generiertes. Also nicht der Fundraiser, sondern das rundenbasierende Strategiespiel. Aber das ist ja auch nicht so ohne, sowas zu machen. Ah, das geht ja gleich mal gut los. Keiner hat mir einen Schweif geklaut. Das geht wirklich gut los. Okay, cool. Ich frage mich, ob hier unten durchlaufen eine gute Idee ist, weil die Kamera ist hier im Weg. Da wird man eigentlich nicht gesehen im Grunde, ne? Oh, ich bin umgefallen. Aber keiner klaut mir einen Schweif. Das ist nett. Ich verfolge jetzt einfach jemanden, der eigentlich meinen Schweif haben will. Vielleicht merkt es dann keiner. Vielleicht glaubt dann jeder, ich bin ein Verfolger und attackiert mich nicht. Das ist mir zu riskant. Da kommen mir zu viele Leute entgegen. Das ist nicht gut. Ich habe Angst. Hier für den Modus finde ich es zum Beispiel auch irgendwie sinnvoller, wenn man wie bei allen, also wie bei anderen Spielmodis dieser Art, Punkte generiert, während man den Schweif hat. Weil es ist halt einfach echt super frustrierend, wenn man den Schweif irgendwie über eine Minute lang hat und in der letzten Sekunde wird er einem schnell geklaut und alles, was du davor gespielt hast, war quasi voll umsonst. Das ist irgendwie doof. Finde ich irgendwie nicht gut gelöst. Da wäre es doch irgendwie sinnvoller, wenn man für... Aber dann werden die, die von Anfang an den Schweif haben, wieder bevorzugt, ne, wenn man es so regelt. Es ist schwierig. Es ist schwierig, so einen Modus zu machen, dass er für alle Beteiligten fair ist. Hat mich da schnell mit einer Kopfnuss in der Luft umgeboxt. Sehr schön. Dankeschön, Flatbrain Jackson. Der Tentakel ist stark in uns. Oh, das ist auch sowas. Das ist auch so ein Spiel, das irgendwie gemein ist. Weil im Endeffekt die Pioniere, die den Weg auskundschaften, immer die Verlierer sind hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Kommt. Mut. Ah. Naja, hätte ja sein können. Man muss auch mal was riskieren. Die stehen da immer alle ganz vorsichtig und beobachten. Und das ist die bessere Strategie. Aber macht doch keinen Spaß. Aber jetzt wird es mir auch ein bisschen zu brenzlig hier. Ich glaube, ich weiß, wie der Weg gehen könnte. Hier ist er. Ja, hier ist er wirklich. Oh, oh, und jetzt? Was mache ich jetzt? Nein, und das ist... Ja, das war jetzt mein Todesurteil. Somit bin ich raus, glaube ich. Befürchte ich. Nein, das gibt's nicht. Ich bin immer zu wagemutig. Ich glaube, ich sollte vorsichtiger sein, aber... Das geht ja auch nicht. Man muss ja, oder? Ja, da ist er weg. Da ist er. Yes! Puh, wenn nur 6 sich qualifizieren können, da ist der Druck schon hoch. Aber diesmal waren sogar nur 5 vom Ziel. Ah, jetzt wissen die den Weg nicht mehr. So, jetzt geht's wieder ins Finale. Und schon wieder. Warum kommt jetzt nur noch weggehext als Finale? Das ist irgendwie crazy. Jetzt nur mit 6 Leuten, ey. Soll ich es mal riskieren? Ich glaube, ich lasse mich absichtlich mal ein paar Etagen nach unten fallen. Ich mache das jetzt mal. So als Test. Ich weiß nicht genau, wie viele. Wie viel sind es denn? Ich weiß es nicht. Ich fall mal absichtlich noch auf die gelbe unter mir. Das machen anscheinend mehrere. Also zumindest war ich nicht der Einzige, der das gerade gemacht hat.
Es ist vielleicht sogar eine etablierte Strategie. Und jetzt baue ich hier gemütlich so viel wie möglich ab, damit alle, die von oben kommen, gleich direkt durchfallen. Das ist so hinterhältig. Mist, hat nicht funktioniert. Dammit. Aber die Idee ist grundsätzlich, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, das kann funktionieren. Vielleicht hätte ich sogar noch eine Etage tiefer fallen dürfen. Oder sind noch welche über mir? Ich weiß es nicht. Ah, du gemeine Taube, du. Ich hätte echt noch viel tiefer fallen dürfen, glaube ich. Wäre kein Problem gewesen. Oh Gott, das war mal ein Manöver gerade, oder? Nicht schlecht. Yes! Yeah! Yeah! Cool. Und Würstchen, Hotdog-Hosen haben wir auch noch bekommen. Sehr schön, das freut mich. Dann haben wir jetzt eine dritte Krone und können uns jetzt Eulenhosen kaufen. Das ist cool. Und ich kann mich jetzt als komplettes Hotdog verkleiden, wenn ich will. Mache ich aber nicht. Na dann. Alles erreicht eigentlich, ne? Aber spielen wir trotzdem noch eine Runde oder zwei. Auf jeden Fall. Ich sitze übrigens immer noch im Wohnzimmer. Deswegen immer noch kein Greenscreen und nix. Ich sitze hinter einer weißen Wand. Und genau, Büro ist immer noch eine riesen Baustelle. Deswegen ist auch das Kamerabild heute so schmal und so klein, weil sonst hätte das total das Spielbild überlappt. Das wollte ich nicht, dass da einfach so ein riesiges Eck da so reinsteht. Oh, das mit dem Wippen hatten wir noch gar nicht heute, oder? Das mit den Wippen, da kommt wieder meine Bauchsprungphilosophie zum Tragen. Wenn die Wippen zu schräg stehen, immer einen Bauchsprung machen. Sonst hat man keine Chance hier. Weil wenn da die Figur ins Stolpern kommt und das passiert schnell mal, so wie jetzt, weil ich mit dem anderen zusammengestoßen bin, dann fängt er sich nicht mehr. Hier ist Bauchsprungvertrag. Bauchsprachvertrag. Das Wichtigste überhaupt. Weil sonst landet man nicht, kommt man nicht mehr auf die Beine. Ah, oh, dammit, das... Ah ja, danke. Ich mache den ein bisschen zu häufig, manchmal müsste er es nicht machen. Ich gehe auch nur mal sicher. Sodala. Das lief sehr gut. Das lief sehr gut. Da haben sehr viele Probleme mit dem Wippen und ich hatte am Anfang auch echt Probleme damit. Das ist nicht so ohne hier rüberzukommen.
Aber wenn man dann mal die Wippenphysik so ein bisschen verinnerlicht hat und immer fleißig Bauchsprünge macht, damit einem das nicht passiert. Sehr schön, dass das hier gerade vorgeführt wurde. Dann passt das. Kommt dann heute noch eine Folge Dead Premonition 1 auf YouTube? Ist keine online gegangen. Hätte nämlich online gegangen sein sollen. Ich schaue nach dem Stream mal nochmal nach, aber wahrscheinlich habe ich mich vielleicht nur in einem Tag vertan. Und dann kommen morgen zwei oder so. Ah nee, warte mal, heute ist Donnerstag. Nee, Dienstag und Donnerstag kommt keine, stimmt. Donnerstag ist das normal. Dienstag und Donnerstag sind immer, sind Let's Plays reduziert. Weil sonst komme ich nicht hinterher mit dem Content einfach. Donnerstag ist das normal. Die Musik hier, die ist so Splatoon. Das ist so Splatoon-Soundtrack. So, die letzten paar gehen jetzt da vorne ins Ziel. Und vorbei. Schade, jetzt hätten sie es noch geschafft aufs Ziel. Das ist immer sehr bitter, ne? Wenn man schon auf das Ziel geraten ist und dann... Naja. Ich bin schon auf die Crossover gespannt. Ich trau mich wetten, bei dem Spiel wird es schon bald super viel Crossover geben. Auf die Shovel Knight-Rüstung und die, was weiß ich, wenn es für die Switch kommt, die Mario-Mützen und sowas. Und die Schnurrbärte für die kleinen Fall Guys, da bin ich schon gespannt drauf. Traue ich mich wetten, dass da ganz viel Crossover gibt. Würde mich sehr wundern, zumindest wenn nicht. Ach ja, endlich mal so ein super populäres, erfolgreiches Partyspielchen, das mir auch gefällt. Schleim. Ich habe das Gefühl, es macht ehrlich gesagt nicht viel Unterschied, ob mir hier runterfällt oder nicht. Ich glaube, die Hälfte der Spieler wird hier gerade einfach nur durchgeschoben. So, vorbei an den Schwingbällchen hier. Das ist ein bisschen gefährlich. Nein, ach, komm schon. Oh Gott sei Dank. Er blieb oben. Nein, das ist echt so gemein, ey. Werde ich hier umgeschubst und rumgeschoben. Ich hab total hier die Fassung verloren. Gute Kamera. Oh oh, ich schaff's nicht mehr. Nein! Auf der Ziellinie ausgeschieden. Hey, das passiert mir nicht oft, dass ich bei einem Rennen ausscheide. Schade. Schade. Na dann. Auf zur nächsten Runde.